Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. In dem kleinen Päckchen hier, da steckt ein TIE Fighter drin. Und zwar, man kann es schon hier direkt oben auf sehen, ein First Order TIE Fighter. Also der vorne diese ja rote Kanzel hat, statt die ganz normale graue Kanzel. Und der Hersteller, obwohl er hier sorgfältig überklebt wurde, ja, wir können es sehen. Und jeder, der hier lesen kann, Starplan, der weiß, das ist ein Leppin-Set. Ja, Leppin gibt es zwar eigentlich nicht mehr, aber die Sets werden dennoch weiterhin verkauft. Da gibt es wohl ordentliche Lagerbestände. Und noch besser, das Ding hier ist bei mir angekommen, ganz ohne Zollzirkus, denn ich habe es direkt aus Spanien bestellt, bei AliExpress für 25 Euro. Also, wenn ihr noch Klemmbausteine bestellen wollt und ihr bestellt die gerne ohne Stress, ohne Zoll und ohne, dass die hängen bleiben, dann ja, filtert einfach, schaut, was gibt es aus Spanien. Das ist schon in der EU und da gibt es keinen Zollstress. Und übrigens, 25 Euro kostet ja das Set hier. Ihr könnt es natürlich auch original von Lego kaufen. Ich verlinke euch beide Sets hier in der Videobeschreibung. Da kostet der Spaß dann 90 Euro. Tja, 90 Euro für 500 und ich glaube 40, 44 Teile. Wir schauen mal schnell nach, ich habe es gerade vergessen. Ah, ne, hier steht es 533 Teile. Da sind 90 Euro schon, sagen wir mal, sehr, sehr sportlich. Aber Lego ist ja eh bei den Preisen sehr sportlich. So, schauen wir mal, wie die Teile aussehen. Ihr seht, perfekt hier in Form gegossen vom Karton. Und wir haben hier einzelne Tütchen. Bauschrittnummerierungen gibt es nicht. Allerdings dafür ganz, ganz böse, ja, Minifiguren, die da mit dabei sind. Die schauen wir uns nachher in Ruhe nochmal an. Und dann haben wir noch 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder waren es 11? 10 oder 11 kleine Tütchen. Hier könnt ihr das Ganze sehen. Werfen wir noch einen Blick in die Anleitung. Und die Anleitung ist ein kleines, schmales Heftchen, ein bisschen verwelkt, weil es so im Karton drin gesteckt hat. Wir haben da noch eine Setnummer, die 05005, das ist hier die Leppin-Set-Nummer. Auf der Rückseite, ja, da gibt es nicht viel zu sehen. Also schauen wir doch direkt mal rein. Und ich finde Aufkleberchen, aber nicht viele, nur 4 Stück. Zwei, was soll denn das sein? 2 rote und 2 schwarze Kreise. So von der Druckqualität her sieht das alles echt gut aus. Ja, man sieht wieder ganz, ganz typisch, wie Leppin das immer so gemacht hat früher. Die Lego-Anleitung kopiert, alles ein bisschen geschrumpft, mehr Bauabschnitte. Hier kann man das gut sehen, auf eine Seite drauf gedrückt, wo Lego dann 2 bis 3 Seiten für braucht, ist ja alles nur auf einer Seite. Und deswegen kommen wir auch nur auf insgesamt, lasst mich schauen, ja hier 27 Seiten. Aber wo gebaut wird tatsächlich nur, das sind 25 Seiten. Und dann soll er fertig sein, unser ja, First Order TIE Fighter. Und schaut mal her, hier das rote, das rote Kanzel-Cockpit. Ja, das sind bedruckte Teile und die haben die sogar extra verpackt. Hier in so ein extra Tütchen. Sehr schön, dann dürften die ja eigentlich nicht verkratzt sein. Wir sind sehr gespannt. Ich werde das Ganze jetzt mal hier auf meine Tellerchen sortieren und dann ja, lege ich los. So, nach 23 Bauschritten können wir mal ein erstes Fazit ziehen. Wie lässt es sich denn mit den Steinen hier bauen? Antwort: gut. Man merkt schon, dass sie qualitativ manchmal nicht ganz so auf Lego-Niveau sind, aber die Klemmkraft ist völlig in Ordnung. Lässt sich alles gut zusammenstecken. Ja, Leppin eben. Kann man so machen. Wo ich eher sehr gespannt drauf bin, das sind hier diese beiden Shooter. Einmal hier rechts, einmal links, wo dann später diese transparenten Pfeile rausgeschossen werden. Ob die Dinger schießen, das ist immer so ja eine 50-50-Angelegenheit. Aber das probieren wir ganz zum Schluss aus. Ihr seht, so viel habe ich jetzt gebaut. Das wird hier die Grundlage vom Cockpit werden. Man sieht schon, wo hier die Flügel später mit angebaut werden. Ob das hier vielleicht schon ein bisschen was vom Triebwerk ist, diese runden Teile, kann ich noch nicht sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Stück. Ist auch alles schön stabil gebaut, also macht soweit Spaß. Auch die Anleitung macht Spaß, alles gut erklärt und jetzt mache ich hier direkt mal weiter. Ihr seht, dass hier ist auch eine ganze Menge, was verbaut werden soll und ja, schauen wir mal, wie sich unser TIE Fighter hier noch entwickelt.
So, ab Seite 15, ja, ist das eine runde Sache geworden. Also das Cockpit ist schon soweit fertig und ihr könnt sehen, vorne die Klappen, oben eine Klappe, hinten eine Klappe, hier vorne ein paar Rundungen gebaut. Schön, also ein schönes, kompaktes Cockpit. Und direkt mal hier zu den Transparentteilen. Die waren ja so schön einzeln eingepackt, aber ja, ihr könnt sehen, sie sind trotzdem verkratzt. Also, naja, die kommen halt irgendwie so aus den Fabriken schon raus. Auf dem Transport ist das mit Sicherheit nicht passiert, aber es stört nicht wirklich. Also mich stört es nicht wirklich. Also ich denke, gerade dadurch, dass das auch rot ist, dann fällt es nicht allzu groß auf. Die Aufdrucke dafür, die sind gut, kann man schön sehen, sauber aufgedruckt, vor allem auch gerade aufgedruckt, sowohl hier als auch hier auf der Heckklappe, auch die sieht gut aus, genauso wie die Klappe hier oben. Allerdings haben wir bei diesen Klappen hier ja ein kleines Problem. Ich mache mal hier die vordere Klappe auf, damit ihr das sehen könnt. Also einmal Klappe auf, das geht ganz problemlos. Dann mache ich die Klappe nochmal zu, drücke und wenn ich sie jetzt nochmal aufmache, ja, dann fällt die ab. Und woran das liegt, ist ganz schnell erklärt. Schaut euch mal hier unten das Scharnier an, wo das Teil eingesteckt ist. Soweit geht alles gut, aber wenn ich jetzt zumache, dann springt das hier unten raus. Und dadurch ja, ist es nicht mehr richtig in den Haken drin. Also da ist irgendwas mit den Abständen nicht so ganz optimal. Und ja, deswegen ist das so. Wenn man es einmal zu hat, man kann es ja einfach so reindrücken, dann ist das kein Problem. Aber wenn jetzt wirklich hier die Kinder viel mit spielen wollen und machen hier mal Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe ab, dann ist es eben nicht ganz so gut. So, wo die Klappe jetzt schon mal ab ist, können wir auch mal hier reinschauen. So sieht das hier im Inneren aus, auf der Rückseite. Genau das gleiche Spielchen mit der Klappe haben wir auch hier. Also nochmal dran machen und dann hier extra nochmal festdrücken. Dann sitzt die schon auf der Oberseite. Dort gibt es das Problem glücklicherweise nicht. Hier kann ich die Klappe wunderbar aufmachen und auch wieder schließen. Das auch mehrfach. Ja, also, denn wir haben hier keine Noppe noch hinter dem Haken. Und das ist ja genau das, was wir bei den anderen haben. Da haben wir hier noch so zwei Noppen und die drücken das dann eben immer hoch. Da könnt ihr auch mal kurz reinschauen. Da ist echt nichts los im Cockpit. Oder sagen wir mal fast nichts los. Wir haben gerade mal das hier, was wohl ja sowas wie ein Steuerelement darstellen soll. Ja, aber sonst gibt es da nichts zu sehen. Aber insgesamt finde ich, sieht schon echt nett aus, das Modell. Vor allem hier die Rundungen, also hier die meine ich, die sind mir gar nicht aufgefallen vorher. Und die wurden auch ganz nett gebaut. Ihr seht einmal hier so ein abgerundeter Stein mit einer kleinen Fliese drauf. Dann hier so eine Fliese auf so einer kleinen Hakenplatte. Und das wird dann hier so ja, rundgestellt quasi, dass es dann so steht. Ja, gefällt mir gut. An der Seite haben wir schon hier die blauen, ja, hier so ein bisschen die blau sein. Ich hoffe, man sieht die nachher nicht mehr. Die blauen Haken, da kommen dann später hier die Flügel dran. Da bin ich schon mal drauf gespannt. Dann wird er ein bisschen an Größe gewinnen. Und ja, soweit ist er noch eine nette, kleine, kompakte Größe. So groß wird er ja auch nicht. Ist ja kein UCS-Modell, aber ein schönes Teil. Hier oben haben wir noch so ein paar Antennen dran gebaut. Ja, alles nett, alles schön soweit. Doch, kann man machen. Bisher habe ich da nicht viel dran zu meckern, außer jetzt hier eben diese Problematik mit den Kanzelklappen. So, wir gehen mal weiter. Das war Bauschabschnitt oder Bauschritt 50 oder nee, 51. Und jetzt geht's weiter. Jetzt bauen wir die breiten Flügel und das wäre bei Original Lego Tüte 3 und Tüte 4. Bei mir ist es ja, hier und da. Überall halt. So. Und dann bauen wir die dran und dann sind wir ja im Prinzip auch schon so gut wie fertig. Ja, sind eben nur 500 und was waren es, 30 Teile. Das geht recht flott. Ihr seht, ich habe hier ein wunderbares Diorama von einem Absturz gebaut. Sieht klasse aus, hier sogar mit ein paar Toten. Naja, nee, jetzt mal im Ernst. Ich bin fertig, so gut wie. Und wir schauen uns jetzt nochmal die paar Teile an, die ich gebaut habe und auch hier die Minifiguren. Und dann bringen wir noch hier zusammen den letzten Flügel an und mir ist ein riesen Schwachsinn hier aufgefallen. Den zeige ich euch auch gleich noch. Aber zuerst schauen wir mal hier über unsere Minifiguren drüber. Vier Stück an der Zahl. Ich musste sie natürlich zusammenbauen, wie das so ist bei Lippin. Wir haben zweimal diese TIE Fighter Piloten. Auch die haben einen ganz netten Aufdruck hier vorne drauf. Ich finde generell die Qualität hier der Minifiguren, ja, die ist in Ordnung. Und vor allem, ich zeige euch mal kurz, die haben sogar unterschiedliche
Köpfe oder Gesichter hier, die beiden. Oder hatten die unterschiedliche? Nochmal sehen. Das ist auf jeden Fall Gesicht Nummer 1 von unserem TIE Fighter Piloten. Jetzt muss ich selbst nochmal schauen, ob das... Nee. Die hatten dieselben Gesichter oder die haben genau die gleichen Gesichter. Beide haben nochmal den gleichen Aufdruck. Hier auf der Rückseite, auf dem Rücken drauf. Ja, finde ich in Ordnung. Die kann man so machen. Dann haben wir nochmal den Kollegen hier. Wer war denn das noch? Das war doch irgendeiner, der auch beim Todesstern auf den Abschussknopf gedrückt hat, glaube ich. Ein sehr rudimentärer Druck hier auf der Vorderseite, also nur ein paar Linien. Da gibt es gar nicht viel zu sehen. Das gleiche hier auch auf der Rückseite. Und auch er hat ein Gesicht. Ja, sieht nicht ganz so angriffslustig aus, der Kollege. Kein Wechselgesicht. Aber ich finde den Helm irgendwie cool. Der erinnert mich total so an den ersten oder die ersten Star Wars Filme. Hat was. Hat was Nostalgisches. Ja, und dann haben wir noch mal hier einen Commander oder sowas, würde ich sagen. Und der sieht schon sehr merkwürdig aus. Also ob das hier das richtige Gesicht ist von unserem Commander oder warum der so komisch aussieht. Ist der am Weinen? Hat der tierische Tränensäcke? War der zu lange in der Sonne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Drucke sind mal wieder okay. Hier seine Uniform, Vorderseite, Rückseite. Hier der Aufdruck auf der Mütze, der sieht aus, als wäre hier das Emblem nicht 100% mittig geraten. Aber ansonsten, ja, ist der auch in Ordnung. Die fliegen auch nicht direkt auseinander, wobei hier sieht der Arm aus, als hätte ich ihn nicht richtig reingedrückt. Also, die sind okay, die Minifiguren. Da kann man nicht meckern, mit denen kann man spielen. Die sind nicht lose. Also, soweit alles okay. Übrigens, hier, das sind die Teile, die übrig geblieben sind. Eine ganze Menge, vor allem eine ganze Menge von diesen Platten hier. Ja, also massig. Wobei die hier sind nicht wirklich übrig. Da sind noch die Kanonen hier für die Minifiguren. Und einen Ersatzshooter haben wir noch. Ich bin so gespannt, ob der wirklich schießt. Ja, und dann hier noch so eine kleine Ersatzteiltüte. Das kann alles zur Seite. Und wir finden ja den riesen Schwachsinn, den ich hier eben schon gemeint habe. Ja, die Aufkleber. Also, ich habe keinen Aufkleber jetzt drauf getan. Hier diese beiden roten, die kommen irgendwo hier dran, völlig sinnfrei. Irgendwann blättern die ab und sehen nicht gut aus, deswegen habe ich die weggelassen. Die machen keinen großen Sinn, aber der große Schwachsinn sind die runden schwarzen. Denn, ja, ratet mal, wo könnte denn hier der runde schwarze Aufkleber drauf kommen? Ja, wo könnte der drauf kommen? Dumm. Genau, hier auf die schwarze runde Fliese? Hä? Wieso? Ich meine, wieso soll ich auf eine eh schon schwarze Fliese einen komplett schwarzen Aufkleber draufpacken? Also, ich verstehe es nicht. Wenn ihr es versteht, sagt es mir gerne. Rund, schwarz, Aufkleber, ja, nein. Nein, natürlich kein Aufkleber. So ein Quatsch, also mal ganz ehrlich. Aber gute Nachrichten gibt es dann hier von den Flügeln zu berichten. Ich finde, die sind schön geworden. Also ganz ehrlich, vor allem, ich bin ganz froh, dass die sich nicht verbogen haben. Also wir haben hier keine großartige, nennenswerte Biegung mit drin. Das ist alles gut. Ihr seht, wie es gebaut wurde mit vielen verschiedensten Plattengrößen. Alles hier schön zusammengesteckt. Dann wurde hier so eine Befestigung gemacht. Hier an den roten Scharnieren wird das Ganze dann hier am TIE Fighter selbst befestigt. Das wird dann hier eingeklippt in die blauen C-Clamps einfach. Und dann hält das schon. Ganz einfache Befestigung. Wir haben hier die Umrandungen schön mit Fliesen gemacht. Und das wird auch nett gestaltet. Denn ihr seht, wir haben hier Gelenke dran, da Gelenke dran, hier Gelenke dran. Und dann baut man die Teile, klippt die hier so ein, biegt die hier so rum, klippt die hier ein. Und so geht das dann einmal rundherum, sodass wir eine schöne Umrandung haben. Und auch hier mit diesen Mittelstreben ist eine ganz nette Idee, die hier verwirklicht wurde. Und zwar wurde das einfach hier auf so ein Scharnier draufgepackt. Und na, jetzt ist er mir hier flöten gegangen. Hier unten drunter haben wir noch eine Runde. Da könnt ihr sehen, eine runde 1x1er Fliese, die setzt man normalerweise zuerst hier vorne drauf und dann wird es hier einfach in Position gebogen oder gebogen, festgemacht und schon haben wir hier unsere schönen Umrandungen. Und jetzt würde ich sagen, bringe ich jetzt nochmal den Flügel hier an und dann schauen wir uns das Modell in seiner gesamten Schönheit nochmal an. Also ich habe jetzt hier rausgefunden, am einfachsten ist das, wenn man es so nimmt und dann ein bisschen reinkleiten lässt. Das muss natürlich hier passen. Ein bisschen drücken, klack. Und ja, fertig ist er, unser TIE Fighter. Also,
Nettes Ding, schaut euch den mal an. Ne, jetzt habe ich ja hier die Hinterseite. Wir gehen auf die Vorderseite. Ja, da ist er, der TIE Fighter. Und ich bin von der Größe, wenn ich ganz ehrlich bin, für 500 Teile positiv überrascht. Der ist doch schon ein ganz stattliches kleines Kerlchen geworden. Und das für den Preis, da kann man nicht meckern. Ganz ehrlich. Also mir gefällt er. Der ist auch, wenn man ihn zusammengebaut hat, ihr seht schon, der ist robust. Das ist gar kein Problem. Hier innen drin ist er ja fest eingeklippt. Der Mittelteil hier, der ist eh total robust gebaut. Von daher gar kein Thema. Und wenn man ihn so hinstellt, ein bisschen schade ist es schon, dass kein Ständer dabei ist. Aber er ist ja nicht besonders schwer und das heißt, er steht hier ganz hervorragend auf seinen Flügeln. Ja, und so kann man ihn dann auch hinstellen. Nochmal hier als kleiner Größenvergleich. Stellen wir nochmal hier die Minifiguren daneben. Ja, wenn er stehen bleibt. So, hier nochmal einen Piloten. Und dann kann man ganz schön sehen, ja, wie hier die Größe so ist. Und übrigens, die kann man, glaube ich, auch hier, kann man die da reinsetzen, die Figuren? Ich probiere es mal. Ja, das geht doch. Hier, ich habe einen Piloten reingesetzt. Ihr seht, der sitzt dann hier auf dieser glatten Fliese, die da unten ist. Ja, und dann kann man hier nochmal ein bisschen das Teil zu ihm hinklappen. Dann ist er auch ein bisschen festgeklemmt. Deckel zu und Cockpit zu. Dann natürlich wieder unten festdrücken, sonst fliegt es ja ab. Und dann haben wir unseren TIE Fighter Piloten hier drin. Ja, durch die doch etwas verkratzte Scheibe kann man den Kollegen nur nicht mehr sehen. Und der zweite, den könnte man dann hier hinten reinsetzen. Das ist bestimmt der Waffenoffizier, vermute ich mal. So, und Thema Waffen. Ja, die Shooter. Hier unten habe ich sie schon verbaut. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob die Dinger auch losgehen. Und zwar löst man die aus, indem man die einfach von hier hinten dagegen drückt. Und wir schauen mal. Achtung! Ich schieße und dann sollte ja hier massig was wegfliegen. Ja, er hat geschossen, immerhin. Und noch der zweite. Achtung. Nee. Also der zweite, der ist nur bis hierhin geflogen. Der dritte, der ist bis da. Der ist bis hinten zur Tür geflogen. Also, nee. Dem gebe ich noch eine Chance. Komm her. Wir spannen nochmal ein. Okay. Wir geben ihm noch eine Chance, aber ich bin ganz mutig. Ich schieße einfach mal hier Richtung Kamera, denn ich glaube, da passiert nicht viel. Oh doch, jetzt hat er doch noch ordentlich geschossen. Also, die Shooter scheinen beide zu funktionieren. Das ist ja schon mal eine Überraschung, eine positive Überraschung. Und das kann ich eigentlich hier abschließend schon von dem Set sagen. Bis auf die Schwäche, dass hier ja die Klappen nicht richtig gut immer auf und zu gehen. Ist das eine schöne Sache, ein schönes Set, ein schöner TIE Fighter, ja, kann man machen, echt, für den Preis, absoluter No-Brainer, es haben keine Teile gefehlt, es ließ sich alles gut verbauen, kann man echt machen, schön. Also, ich verlinke euch das Set hier unten in meiner Videobeschreibung auf jeden Fall, wenn ihr das auch kaufen wollt. Wo ist denn hier der Shooter? Ach, da, ich versuche den gerade nochmal hier eine Chance zu geben und ihn nochmal abzuschießen. Ja, da habt ihr es gesehen. Er fliegt raus. Also Prädikat, schönes Ding, kann man machen für den Preis auf jeden Fall. Und da steht er nun, unser Imperial, na ist ja kein Imperial, wie heißt das noch? First Order TIE Fighter. Also Leute, alle Links hier unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Meeplecat. Macht's gut.